Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge X4. Ich muss gestehen, ich muss hier erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Auch wenn man das vielleicht bei YouTube nicht ganz so gemerkt hat, aber ich habe doch eine ganze Zeit lang Pause gemacht. Und ja, habe zumindest die ganzen Aufnahmen, die ich bis dahin schon gemacht hatte, so nach und nach eben hochgeladen. Und ja, jetzt gibt es keine Aufnahmen mehr, die vorbereitet sind. Das heißt, ich muss weitermachen. Und ja, die Pause war jetzt ja auf jeden Fall ein paar Wochen lang. In der Zeit habe ich ja ein paar andere Sachen gezockt, unter anderem. Und Kranich in Kalkatura, Angreifer. Da werde ich jetzt erstmal ein bisschen mich wieder probieren müssen, was ich nicht gedacht hätte. Naja, aber wie man hier sieht, das gab es in keinem meiner anderen Videos zuvor. Zum Beispiel diese beiden Schiffe hier. Zumindest nicht in der Position. Ich habe, bevor ich die Pause begonnen habe, ein wenig offscreen auch weitergemacht. Und da hat sich zumindest bei meinen Schiffen ordentlich was getan. Man sieht es unter anderem hier. Es sind jetzt deutlich mehr Zerstörer. Ich habe, ich glaube, auch da neu gemacht eine Teleporterflotte sozusagen. Bedeutet an einigen der Punkte, wo ich nicht immer ganz hinfliegen möchte, das sind überwiegend hier die, wie hießen sie denn noch? Die Abgesandten nenne ich sie jetzt einfach mal. Also wie jetzt hier zum Beispiel, da ist ein Abgesandter der Terraner. Dort befindet sich ein Schiff von mir, was nur dafür da ist, dass ich mich dahin teleportieren kann. Genau, es ist noch ein bisschen mehr passiert, außer den Zerstörern, die ich übernommen habe. Und zwar hatte ich ja begonnen, ein paar Stationen zu bauen. Das konnte man schon im letzten Video sehen. Es sind aber noch ein paar mehr dazugekommen. Es hatte mich auf jeden Fall eine Sache geärgert. Ich weiß gar nicht, ob das auch schon zu sehen war. Und zwar haben die Argonen diesen Sektor hier einfach übernommen. Den wollte ich eigentlich haben. Den hat man, glaube ich, durch Timelines freigespielt, also dieses Sprungtor. Und dann eben diesen Sektor und diesen Sektor. Und ich war da ein wenig zu langsam. Ich sehe gerade, meine Station wird angegriffen. Und mein Frachter hier auch. Warum? Wo sind meine Schiffe? Da sind meine Schiffe. Dann bewegt euch doch bitte mal dahin. Oh Gott, wie war denn das da noch? Der Plünderer, den habe ich hier unter anderem auch übernommen. Genau, da folgen. Ach komm, da kommen noch ein paar Schiffe von mir. Alles gut. Genau, daraufhin habe ich begonnen, Verteidigungsstationen zu bauen, die einfach nicht fertig werden, weil ich auf die Terraner-Baumaterial gesetzt habe, was natürlich ein bisschen blöd ist. Die gibt es halt relativ selten, also hier ja gar nicht. Die müssen eben immer entweder von hier unten oder eben hier von der Seite rangeschafft werden. Das ist relativ weit. Ein wenig produziere ich ja selber hier beim Hauptquartier. Und ja, man kann sehen, auch da habe ich halt ein bisschen angebaut. Auf beiden Seiten dort ein bisschen was produziert. Es wird auch Geld verdient.
Sowohl an der Station als eben auch an der, die hier gerade angegriffen wurde. Und die hier, die produziert eben auch Siliziumscheiben. Und siehe da, der Omega-Zerstörer greift an. Es flimmert aber ganz schön. Ich weiß nicht, ob das so soll. Und was ebenfalls noch Geld produziert, ist hier das Sonnenkraftwerk. Das ist dieses hier. Das wird auch nochmal ein bisschen ausgebaut. Das ist ja eben auch eine terranische Struktur. Und hier erweitere sie nochmal ein wenig um weitere Solarkollektoren. Ich weiß, die anderen Solarkollektoren sind effizienter als die Terraner. Naja, was heißt, ich weiß, ich meine es zumindest. Aber die passen einfach deutlich besser an so eine terranische Station. Und ich finde es halt einfach schick. Deswegen baue ich das. Irgendwann werde ich auch zu dem Punkt kommen, wo Geld nicht mehr die Rolle spielt. Dann ist es auch irrelevant, wie hochgradig effektiv diese Station ist. Am Anfang ist sie trotzdem lukrativ für mich. Auch jetzt schon. So, dann habe ich mir für den Fall, dass die Argonen doch wieder schneller sind als ich und das hier einnehmen, auf jeden Fall schon mal ein paar Bauplätze gesichert. Das Problem ist ja, ein Bauplatz kostet Geld in einem Sektor, der von einer anderen Fraktion quasi kontrolliert wird. Der hier wird noch gar nicht kontrolliert, das heißt, man zahlt auch an niemanden etwas für, ich wollte jetzt gerade sagen, das Grundstück, aber ja, im Grunde für die Position, wo man die Station bauen möchte, da ist jeweils noch nichts drin, also in den meisten zumindest noch nicht. Doch hier wird schon mal was gebaut. Wenn ich das richtig sehe, ja, da wird schon was gebaut. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da baue. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen länger her. Ach, guck mal, da entsteht schon eine größere Station. Dies habe ich schon wieder komplett vergessen. Was wird denn das da? Eigentlich noch gar nichts. Nur Lager. Ach ja, doch. Computronik-Substrat. Ja, klar, das sind die Dinger hier oben. Das soll dort produziert werden. So, und um das Ganze zu sichern, baue ich eben hier eine Verteidigungsstation. Ähnliches Prinzip, die wird auch so, ich nenne es jetzt mal sternförmig gebaut werden. Wir haben hier das Sprungtor und das sind Verteidigungsbrücken. Und auf diese Verteidigungsbrücken kommen dann entsprechend ja, Waffenmodule. Und wie man hier sieht, ist hier auch ein Administrationszentrum. Und soweit ich weiß, braucht man eben, ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist, auf jeden Fall braucht man ein Administrationszentrum, um eben einen Sektor zu übernehmen. Jo. Das ist im Grunde das, was vor allem passiert ist. Ich habe hier diese Stationen eben gestartet, aber im Übrigen auch kurz nachdenken. Mal kurz wieder auf mich zentriert. Das ist hier. Das heißt, ich baue hier exakt dasselbe. Also auch dieser Sektor gehört niemandem. Eigentlich gibt es da auch nichts. Das ist ein komplett leerer Sektor. Eben außer den Sprungtoren hier. Und ich dachte mir, den schnappe ich mir einfach mal. Und direkt hier nebenan haben wir Nupileus Glück 2 und das ist halt verseucht mit PGS-Piraten. Ist aber tatsächlich auch ein Standort, ne, da wo ich jetzt bin, wo ich mir eben ein paar ja, Schiffe gegönnt habe. Zum einen, okay, der ist weg. Die Zerstörer. Hier waren von Pakt der grünen Schuppe, aber auch ich war tatsächlich Tonios, Mineralien und habe auch ein paar Schürfer mir ergattert. Ich habe nicht alles selber gekauft, was ich jetzt besitze. Und auch da kann man sehen, mein Besitz, wenn ich mal das
irgendwie ein lautes Schiff bei mir. Können wir sie denn sehen? Wahrscheinlich unter anderem. Wo habe ich denn da das Hauptquartier? Ja, das Hauptquartier hat jetzt jede Menge L-Frachter. So, das heißt, ich habe so nach und nach die kleineren Frachter abgeschafft. Entweder weil sie zerstört worden sind oder ich habe sie einfach verkauft. Und dafür habe ich mir eben hier ein paar größere Frachter geholt. Und die sind auch nicht nur hier oder hier beim dazugehörigen Baulager, wo auch noch zwei kleine Transporter sind, sondern die müssten eigentlich auch... Hier ist noch ein L-Schürfer bei der Fabrik für Siliziumscheiben. Ah, da kommen aber jetzt ein paar feindliche Schiffe. Sondern wir haben auch... Ich glaube beim Sonnenkörper... Ne, doch nicht. Okay, da habe ich jetzt... Da hätte ich jetzt gelogen. Oh, man sieht es ja auch hier. Wie gesagt, ein Weilchen nicht gespielt. Die Barbarossa wird immer noch angegriffen, okay. Oder greift an. Greift an, genau. Genauso wie hier die Omega, die greift auch immer noch an. Die Omega habe ich überwiegend genutzt, um Schiffe zu kapern, weil die auch sehr, sehr schnell ist. Also für einen Zerstörer ziemlich schnell. Ich habe oder bin dann irgendwann dazu übergegangen, und das war ein Fehler. Diesen Frachter. In Karkatura, als Truppentransporter zu benutzen und deswegen auch so genannt. Hat natürlich den Grund, man sieht es, da sind jetzt noch 171 Crewmitglieder drauf von 208 möglichen. Das sind deutlich mehr als beispielsweise auf der Omega. Das Problem ist einfach nur, das Ding ist mega langsam. Das heißt, man muss ewig lange warten, dass der mal ankommt und die Marines losschickt. Wen haben wir denn da? Wo ist der? Na, egal. Ja, jetzt brauche ich eigentlich wieder schnellere Schiffe als dieses Ding hier. Man sieht, der Kontostand 2,6 Millionen. Das ist jetzt nicht mega viel. Aber es kommt eben langsam was rein. Und das, das lässt uns natürlich so nach und nach auch unsere Stationen aufbauen. Erstmal wieder so ein typisches Ding. Geld kommt zu Geld. Hat man erstmal Geld. Und wenn man es dann richtig einsetzt, muss man natürlich auch dazu sagen, dann fließt auch weiteres Geld. Das ist wie im wahren Leben. Wer schon Geld hat, kommt auch schneller an Geld. Hier fliegt schon wieder was. Ich kann mal gucken. Das war's nicht. Ich habe gar keine Ahnung. Elfter Angreifer. Vigor-Syndikat ist natürlich scheiße, dass die schon auf minus 14 sind. Ich glaube, das ist passiert, als ich die Barbarossa übernommen habe. Und das war auf jeden Fall eine der Geschichten, jetzt erinnere ich mich, die ich dann machen wollte. Ich wollte dann erstmal beim Vigor-Syndikat hier wieder ein bisschen aufsteigen im Rang, weil ich werde ihn schon noch genügend verärgern. Spätestens dann, wenn ich irgendwann hier oben, das ist ja glaube ich hier, Windfall der Hort, also Windfall 3 der Hort, und da ist ja das Schiff die Erlkönig. Und spätestens, wenn ich das Ding übernehmen möchte, werde ich die auch wieder verärgern. So, aber wie fangen wir jetzt an? Ah, die sind hier immer noch zu Gange. Also die Karks sind so nervig hier. Also wirklich mega nervig. Wir haben hier noch die Phönix.
Barbarossa und noch eine Phönix. Und die haben doch eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht. Nee, haben sie nicht. Okay. Greife Ziele in Reichweite an. Das machen wir mal. Und hier genauso. Greife Ziele in Reichweite an. Das ist wieder gelöscht. Ja. Ja, zum Glück werden die meinen L-Schiffen jetzt nicht so mega gefährlich. Aber sie nerven halt schon, ne? Da können wir gucken, können wir zu der rüber teleportieren? Ja. Ach ja, geforscht habe ich. Reichlich. Hier sieht die Teleportation komplett. Atikbas Glaube. Deswegen stellt sich die Frage gar nicht, ob ich da ganz hin teleportieren kann. Ich kann eben quer durch die Galaxie teleportieren. Immer dahin, wo ich etwas habe. Ein Schiff besitzen. Und, genau, die Dockmodule. Die Sapporo habe ich erforscht. Das heißt, die kann ich jetzt auch bauen. Und die Elite Sport. Ist einfach ein kleines S-Klasse-Schiff, glaube ich, unbewaffnet. Aber eben sehr schnell. Und ich weiß gar nicht, ob ich das auch schon im letzten Video konnte. Ich kann eben auch die Xenon- und Spezialausrüstung erforschen. Ich starte einfach mal. Einige Materialien, bevor ich loslegen kann. Das bedeutet, dass ich auch Xenon-Schiffe, die ich besitze, glaube ich, besitze welche. Ja, zumindest ein Zerstörer. Die kann ich. Ja. Die kann ich dann auch ausstatten. Nicht nur reparieren, sondern auch ausstatten. So. Dann gucken wir mal, was hier los ist. Das ist nicht das beste Schiff, um so kleine Kargviecher zu erledigen, ne? So klein. Und die Waffen zu langsam. Jetzt gab es mal einen Treffer. Okay, wenn es zu nah rankommen, dann kommen die Flakgeschütze, dann geht's. Es dauert unglaublich lang. Sagen, weitermachen. Ich guck mir mal an, was mit dem Schiff hier passiert. Das sind unbewaffnet, ich glaube ja. Jäger. Magneta. Mineralien. Verteidiger. Hülle komplett intakt. Schilder bei 100%. Man sieht, die Karg tun sich schwer. Königinwächter. Falsche Lackierung. Scheiße.
besser. Vordere umgehend Verstärkung. Wir gehen aber mal auf unser Schiff zurück. Erreiche System. Nupileus Glück. Nemesis. Angreifer. So. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was wir machen. Wenn ich mir hier die Fraktionen angucke, dann sieht das ja bei einigen nicht mehr ganz so gut aus. Minus 3. Eigentlich müsste ich tatsächlich mal ein bisschen Diplomatie betreiben, beziehungsweise ich muss da mal ein bisschen gucken, dass ich die wieder freundlicher stimme. Was machen wir denn mit dir so lange? Ich glaube, die können wir auch mal zum Hauptquartier schicken, oder? Aber ich werde mich nachher ärgern, wenn das Schiff nicht da ist, wo es sein soll. Da sind halt meine ganzen Marines drauf, ne? Aber wie gesagt, das Ding ist so scheiße langsam. Gut. Wir wollen mal was tun. Wir könnten natürlich auch hier erkunden, das machen wir aber nicht. Wir gucken mal. Haben wir vom Vigor-Syndikat was? Ja. Zerstöre. Oh Gott. Das war wieder toll. So, wie ging denn noch der Reiseantrieb? Autopilot eingeschaltet. Sehe ich das auch hier? Ja. Erreiche Nupileus Glück 6. Shift 1. System, profitabler Handel. Das Problem ist natürlich, wenn ich das mache, jetzt gehen wir an unserer Station vorbei, dann verärgern wir natürlich wieder die dort ansässige Fraktion. Das heißt, ich muss auch bei denen gucken, dass ich den Ruf wieder hochkriege. Zumal ja auch die Polizei wieder kommen wird und das ist ein bisschen nervig. Hier, will ich da nochmal hin? Ne, ich will nicht hin. Mal weit, nö. Also diese Karg, ne? An jedem meiner Transporter ist ein Karg. Dem geht's nicht so gut. Warum geht's ihm nicht so gut? Weil der nicht repariert war. Die Schilde sind okay. Ich
habe halt noch nicht alle Schiffe repariert. Was hast du denn für einen Auftrag, Junge? Glaube ich nicht. Erreiche profitabler Handel 4. Und du auch. Phoenix Omega. Phoenix, genau, kann gleich da bleiben. Eigentlich bräuchte ich hier auch nochmal eine Wrackverwertung, ne? Kann man das in dem Ding nicht noch anbauen? Eigentlich schon, oder? Gerne da oben anbringen. Oh, es lässt mich nicht. Warum lässt es mich nicht? Ah ja, okay. Und nach vorne geht's auch nicht. Eben. Ah ja, ich verstehe schon. Machen wir es jetzt mal so. Nicht. Was ist denn? Ach, auch durch. Nee, das ist ja Quatsch. Die Sonne sieht scheiße aus. Aber da unten geht's, ja. Dazwischen. Das sind sie daneben. Und die Schrottrecycler. Also ob wir sie brauchen, weiß ich nicht, aber wir brauchen sie einfach mal. Und geht wieder nicht. Erreiche System 18 Milliarden. Wenn ich es drehe. Ah, doch. So, um geht's. Und da auch nochmal einen hin. Joa, das übernehmen wir mal. Es gibt hier noch kein Konstruktionsschiff. Da kann ja auch das andere gar nicht gemacht werden. Kostet voraussichtlich 3,3 Millionen. Und wir hätten 3,9. Machen wir mal 3,4. Autopilot ausgeschaltet. Raya E. Boah, 35 Minuten. Turbos B. Okay, so kann man es natürlich auch machen.
einfach den kriminellen Verkehr hier vernichtet. Dauert natürlich nur ungleich länger. Aber. Aufstehen. Ich weiß gar nichts mehr. Ich war der Meinung, dass... Aber das geht nicht. Okay, das hat sowieso keinen Sinn. Eindeutig zu lange nicht gespielt für so ein komplexes Spiel. Aufstehen. Das gibt's doch nicht. Das habe ich so oft gemacht. Sollte ich mal live spielen, dann könnte ja jemand bestimmt solche Fragen beantworten. Dann würde es schneller gehen. Ne, was mache ich denn da? Die Nemesis. Zählt es, wenn ich das Schiff... Nein, ne? Dann war das, glaube ich, hier. Verhalten. Sorgt für Recht und Ordnung. Aber dann... Das ist der ganze Sektor, ne? Station ist hier auswählen. Andere Station? Nein. Ach, hey. Nemesis, Angreifer. Kann ich helfen? Sir. Müssen wir scannen. Irgendwie.
irgendwo hier gibt es noch ein Objekt oder nicht. Blöde Mission, die ich wahrscheinlich wieder nicht annehmen möchte. Sind Sie an einem Auftrag interessiert? Kommen Sie wieder vorbei, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Torboss B. So eine Mission lohnt einfach nicht. Man ist lange unterwegs. Für nichts. So, jetzt die Frage, was mache ich? Ich glaube, ich schicke euch in die Pause hier nicht mehr. Und mache das hier einfach mal weiter. Das ist klar, die Finanzministerium. Hightech-Fabrik. Mit denen bin ich ja eigentlich eh nicht so gut. Ist mir das egal, wenn ich da jetzt noch... 7, Quatsch, 33. Kurzstreckentransporter, C. Andere Schiffe zerstöre. Versehentlich? Nein. Nein. Genau, ich mache für euch jetzt einfach einen Cut und dann mache ich das Ding mal weiter hier. So, ich habe mich doch für den illegalen Weg entschieden. B. Ich gemerkt habe, eigentlich passiert mir hier gar nichts. Kurzstreckentransporter, C. Strafregister wurde jetzt zwei oder dreimal aktivisiert, nicht so dramatisch. Solange nicht auch noch Polizei kommt. Hightech Tourboss. Der Profit jetzt. Wird. Genau jetzt kommt sie natürlich. Na gut. Teladianisches Stationssicherheitsschiff. A. Da gab es gar nichts. Okay. Das haben wir. Aber tatsächlich würde ich jetzt, glaube ich, gerne mal hier hinfliegen. Weil hier ist alles voll. Autopilot eingeschaltet. Mit Xenon, ich glaube, das muss ich mal kurz wieder ein bisschen eindämmen. Keine Chance. Bin schon weg. So, hat es denn spürbar was gebracht hier bei den um einen verbessert? Das wird noch ein Spaß. Zumal man ja eigentlich überall die ersten Level das Vertrauen angeht, locker machen kann, indem man eben diesen illegalen Verkehr beendet. Das geht aber bei den Piratenfraktionen nicht. Da gibt es das nicht. Erreiche System. Stiller Zeuge. Jo, hier ist auch etwas los. Was ist das denn hier? Keine Lust oder was? Der kann erstmal da bleiben.
allem dadurch, dass hier so viele Xenon sind. Hier fliegen ja scheinbar auch meine Schiffe rum. Da muss ich auch schon mal was machen, aber ich bin ja gleich da. Wir speichern mal, gell? So, das sieht eigentlich aus dem Konto aus. Jetzt kommen 4 Millionen, 400.000 wieder einkommt. Hier aus, geht's hier schon weiter. Ich könnte mal kurz was gucken. Okay, das passt da nicht zwischen. Das passt da auch nicht zwischen. Wenn ich das drehe, muss ich 90 Grad bitte, danke. Passt. Erreiche System. Matikwas Entscheidung. Okay, ist zwar teurer geworden, aber reicht immer noch. Wer ist das? Ein I. Autopilot ausgeschaltet. Das wird ja spannend. M. Verbündet. Araya, E. Sonra, Angraya, E. Hier. Sonra, Angreifer, Raya, E, I, K. Oh Gott, was ist denn hier los, Sonra? K, I. Argon Handelsstation, I. Eigentlich muss ich, glaube ich, grundsätzlich mal angegriffen, oder? Wo ist das noch? Ist das hier? Auf jeden Fall die mal aktivieren. Gab es nicht auch irgendwie eine Pause? So, globale Einstellungen möchte ich gerne. Für meine Schiffe. Wo stelle ich das denn noch ein? Gar nicht.
glaube ja hier irgendwo. Da, globale Befehle. So, und zwar... Sektoren in Feindhand. Wo bin ich denn jetzt gerade? Adäquatsentscheidung 1. Okay. Temporäre Sperrung hat Tick war Entscheidung 1. So, und dann nehmen wir jetzt etwas Entscheidung 1 rein. Okay. Und sperren damit jetzt, glaube ich, den Sektor, ne? Jetzt ist halt die Frage. Aktivieren muss. Oh mein Gott, das überlebe ich. Na gut. Dann laden wir mal eben. So, dann müssen wir scheinbar das gleiche nochmal machen. Aber ich pausiere nochmal. Dann werde ich auch später angegriffen, wenn ich das richtig sehe. Das nochmal. Genau, neue Sperrliste. Sektorenreise. Jetzt will ich doch noch mal gucken, die Schiffe zum Beispiel, was sehen wir denn hier irgendwo? Weiter, korrekt.
Raya E. Der ist es nicht. Der ist es auch nicht. Scheint es auch nicht zu sein. Okay, dann bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Wer will denn gerade hier durchfliegen? Da, wer ist das? Kranich, ey. Informationen. Kann man hier irgendwo eine Sperrliste aktivieren? Einzelanweisungen. Sperrlisten. Nur eine zur Zeit. Löschen wir die. Was Entscheidungen 1 hinzu. Okay. So. Kann ja auch hier lang fliegen. Ist ein längerer Weg, aber der ist halt sicherer. Auch schon keiner mehr dadurch. Schon mal sehen wir kurz. Ja, sieht so aus, es sind Xenon. Ich keine Ahnung, wie man da irgendwie vorgehen soll. Nochmal. Dann gucken wir uns den einmal kurz von der Nähe an. Und gucken mal, ob wir seine Geschütze zerstören können oder so. Das Problem ist genau, da unten kommt noch ein K.
Fällt mir noch gerade was ein. Jo, das war jetzt nicht so erfolgreich. Die Geschütze vorne waren schon scheiße. PE. Gucken wir mal kurz, ob wir hier helfen können. Gar nicht erst anfangen zu bauen oder sowas. K. Das ist auch noch ein K. Sektor lassen wir den. Na, stehen bleiben, nicht hinfliegen. Dann werden wir einmal. Wo fliegen wir denn mal hin? Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Auf jeden Fall mal da weg und ich denke mal, wir fliegen hier hin. Autopilot eingeschaltet. Hauen wir ab. Erreiche System, stiller Zeuge.
Hier ist N. Was, ne? Der will nichts von mir. So, hier wird ja fleißig gebaut. Ja, das ist natürlich blöd. Also, wenn die das Ding da jetzt übernehmen. Hier. Erreiche System. Windfall. Und schon verschiedene Wege noch fliegen. Man braucht das nicht zwingen. Aber das wollen wir irgendwann zurückholen. Leute, wir brauchen mehr Schiffe. Hier sind natürlich auch mal mehr Schiffe verbunden. Kampf gegen die Karg. Oder Karg. Alles gut aus, die haben alle noch volle Schilde. Die können meinen Zerstörern jetzt nicht großartig was anhaben. Sehr gut. Wenigstens etwas, was klappt. So, und hier. Autopilot. Ausgeschaltet. So. Nemesis, Angreifer. Suche ich eigentlich nach Missionen. Raumdock des Vigor-Syndikats. Um die wieder ein bisschen freundlicher zu stimmen. Noch eine Mission von denen? Nee, ne? Theoretisch wahrscheinlich das hier. Aber sonst eher nicht. Aber die Station wird hier echt zerbombt. Verbündeten Großkampfschiffe mehr. Schlecht. Raya E. Schiffswerft des Vigor-Syndikats. Das habe ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Barbarossa. Okay. Die werden mich ja wohl in Ruhe lassen, oder? Nicht versuchen, mich zu plündern. Jedenfalls nicht. Raumdock des Vigor-Syndikats. Barbarossa. Wenn das alles war, habe ich nichts zu befürchten. Medikamentenfabrik. Ist gerade ein bisschen ratlos, wie ich da die
Barbarossa. Wie ich die wieder so ein bisschen auf meine Medikamentenfabrik. Barbarossa. Medikamentenfabrik. Ach, jetzt funktioniert das gut, okay. Das hier. Barbarossa. Arkadische Bestrebungen. Was sollen wir denn hier machen? Fordere umgehend Verstärkung an. Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Einen Satelliten aufstellen. Habe ich denn einen? Nö. Hau ab. Wollen Sie mir etwa Angst machen? Raya, E. Naja, gut. Ich denke, dabei belassen wir es erstmal. Wir sind jetzt schon wieder bei einer Stunde, etwas über eine Stunde angekommen. Mal gucken. Ja, knapp 1,8. Die Handel, die abgeschlossen sind, sind 2 Millionen Credits. Boah, ich könnte ja mal gucken. Wie sieht es denn hier bei euch aus? Ich will hier geschätzt. Das jetzt wahrscheinlich mehr wert als mir. Der hat auch knapp 2 Millionen. Das Hauptquartier. Er hat gar kein Geld. Wahrscheinlich, weil es die ganze Zeit für die Forschung einkauft. Und hat auch kein Geld. Tja, okay, und die anderen sind ja sowieso nicht der Rede wert. Das heißt, ich hätte nur hier nochmal 1 Million oder was auch immer, was ich davon abzwacken könnte. Aber selbst dann, wäre ich bei nicht mal 2 Millionen, dafür kriege ich noch kein vernünftiges Schiff. Schade. Wie sieht es denn bei der Forschung aus? Wenn da scheinbar das ganze Geld reingeht. Da fehlt schon noch einiges, ne? Ich glaube, ich breche das erstmal ab. Ist auch noch nicht wichtig. War mal viel Geld da. Was ist denn das hingegangen? Handelsbefehl. Okay. Das Geld kommt nur so stückchenweise zurück, oder? Was hat der gehandelt? Also, das kann natürlich auch ein Handel gewesen sein für die Forschung. Ist ja auch alles als Handel inbegriffen sozusagen. Na gut. Wir haben wieder 2 Millionen auf dem Konto, auch wenn wir 3 Millionen ausgegeben haben, um unsere eine Station zu erweitern. Die da wäre diese hier. Wie sieht's hier aus? Auch noch nichts passiert, weil immer noch Materialien fehlen, ne? Ja. Metallmikrogitter. Haben wir noch 0. Okay, Energiezellen und Hüllenteile scheint voll zu werden. Genauso Nanotronik. Das heißt, das Siliziumkarbid könnt ihr vielleicht selber ranschaffen.
Computronik-Substrat könnte ich auch selber ranschaffen. Das Metall-Mikrogitter auch. Jetzt ist da wieder kein Konstruktionsschiff. Warum ist das Konstruktionsschiff nicht mehr da? Ist es zerstört worden oder was? Na gut, dann komm mal ran und bau das mal weiter. Das ist natürlich keine Siliziumfabrik mehr, ne? Wenn das die Schrottverarbeitung auch noch rankommt. Aber es macht schon Sinn. Ich will keine neue Station da bauen. Weil hier entsteht ja so viel Schrott, auch dadurch, dass man hier die ganze Zeit die Karg auch zerstört oder eben auch, ja gut, meinetwegen auch die Argonen ihre Schiffe hier verlieren. Da müsste man eigentlich relativ viel einsammeln können. Ne? Das ist wieder dumm. Das mag ich überhaupt nicht, dass sie immer so nach oben fliegen. Ja, genau. Ich glaube, bevor wir uns einer Flotte widmen, die wir bauen müssten, um hier zu helfen. Also das müsste ja eine gigantische Flotte werden. Hier ist schon nichts mehr los, weil die alle schon weitergezogen sind. Das wird es wahrscheinlich hier demnächst weitergehen, irgendwo. Bevor wir hier ordentlich mitmischen können, also ich meine, selbst wenn wir alle Zerstörer zusammenziehen, glaube ich nicht, dass wir das schaffen. Also ich habe es noch nie probiert. Vielleicht sollte man das einfach mal speichern, hinfliegen mit einer Flotte und gucken, was man anrichten kann. Aber ich habe halt nur... Ich habe halt jede Menge Phönix. Aber die sehe ich jetzt mal nicht als so mega mächtig an. Ne? Schon eher die Omega, die finde ich eigentlich ganz cool. Glaube ich auch schlagkräftig oder auch eben auch hier die... Das ist eine Sühn. Die hat halt starke Hauptgeschütze. Aber ob das ausreichend ist, um dagegen den Xenon I und die, keine Ahnung wie vielen Xenon K dagegen anzutreten, das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe noch nicht komplett ausgestattet mit Hauptgeschützen. Das heißt, auch das Schiff ist noch nicht zu 100% einsatzbereit. Und es ist extrem teuer, das aufzurüsten, das Schiff hier. Also, aber es ist cool. Es ist eines meiner schönsten und wahrscheinlich stärksten Schiffe. Naja, mal gucken. Also Ziel wird es wahrscheinlich das nächste Mal sein, die Schrottförderung quasi in den Sektor, jetzt habe ich den Namen vergessen, mal wieder. Genau, Hatikvas Glaube. Dafür mindestens ein Schrottschiff zu kaufen oder abzustellen. Wir haben ja hier beim Hauptquartier haben wir ja auch welche. Dafür arbeiten ja, glaube ich, zwei. Vielleicht. Mal gucken. Ne, einer. Ein Schlepper. Und wenn wir dann hierfür auch noch einkaufen oder den eben rüberholen, dann sollte hier auch die Schrottproduktion laufen, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr genau, was daraus produziert wird. Genau, es sollte ertragreich sein, wenn wir hier so viele Kaark-Schiffe haben. Kann natürlich sein, dass die Sammelschiffe, die Manticore, also die Schlepper, dass die auch von den Kaark zerstört werden. Das weiß ich noch nicht, das teste ich einfach aus. Dafür müssen wir aber erstmal einen kaufen. Ich weiß gar nicht, ob das noch geht. Ich habe sie hier eigentlich... Habe ich sie da gekauft? Nein, wo habe ich sie denn gekauft? Ja, wo habe ich sie denn gekauft? Nicht bei den Teladi, auch nicht da. Eigentlich... Da. Da kann ich sie kaufen. Beziehungsweise die hier, glaube ich.
Und genau, das soll dann das Ziel fürs nächste Mal sein. Das heißt, die Station hier ein bisschen erweitern und eben mit einem Schlepper ausstatten. Genau, dann müssen wir mal gucken, was hier passiert, warum es hier einfach nicht weitergeht. Aber das wird das gleiche Thema sein. Ich muss die Sachen wahrscheinlich selber hinschaffen. Das sind alles Terraner Konstruktionsgüter, die einfach hier in der Nähe nicht produziert werden und wo man echt weit fliegen muss, um das heranzuschaffen. Das könnte auch Ziel fürs nächste Mal sein und dann entsprechend auch hier Stationen wie die hier aufzubauen, um dann eine entsprechende Produktion dieser Güter auch hier vor Ort zu haben, damit wir kürzere Wege haben und dann hier schneller mit dem Bau vorankommen. Das gleiche wird auch sein hier drüben mit der Station, die ich da irgendwo baue. Da. Ja, die wird auch aufgrund der gleichen Güter nicht vorankommen. Mal abgesehen davon, dass wir hier noch knapp 16 Millionen Credits brauchen und nur 2000 drin haben. Ist auch hier die Frage. Ich kann ja mal gucken. Hier haben wir nochmal 2 Millionen drin. Vielleicht können wir uns die ja auch vorher noch holen. Solange das eh keiner hier an die verkauft. Und hier geht es aber auch weiter. Er hat jetzt schon das Konstruktionsbudget. Naja, genau. Also wir werden uns wahrscheinlich das nächste Mal hier auf diese beiden Sektoren konzentrieren und ja, nebenbei gucken, dass wir hier beim Vigor-Syndikat auch den Ruf wieder verbessern. Das wird dann das Ziel fürs nächste Mal. Genau, wenn ihr mögt, schaut gerne wieder rein. Wenn ihr Tipps und Tricks habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Gab es hier zwischendurch zum Beispiel auch schon mal in Bezug auf Enterungen. Und genau, mich würde zum Beispiel auch interessieren. Hier kommt. Oh ne, ich dachte, da kommt noch ein K. Ja, da hätte man auch gehört. Na, beispielsweise die Zusammensetzung einer Flotte würden hier die. Wie heißen sie noch? Nicht die Omega. Die Phönix. Die Phönix-Klasse würde das reichen, wenn man davon ein paar mehr hat. Um gegen ein Xenon I und ein paar Ks zu bestehen. Plus die ganzen Begleitschiffe, das ist halt das Problem, das habe ich überhaupt nicht. Ich habe halt auch keinen Träger oder sowas. Ja. Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung, was man bräuchte, um das, was da gerade eben zu sehen war, abzuwehren. Genau, wenn ihr mögt, schaltet gerne wieder ein. Ich denke mal, das nächste Video wird wieder ein bisschen länger brauchen. Es sind zu viele Projekte aktuell an der Zahl. Beispielsweise Frostpunk 2 liegt an. Hunt Showdown läuft sowieso permanent weiter. Und gegebenenfalls auch Space Marines oder Space Marine 2. Wobei da anscheinend das Interesse nicht ganz so groß ist, aber das Spiel ist einfach cool. Deswegen werde ich da auch definitiv weitermachen. Dann gibt es auch jede Menge Auto-Battler beispielsweise, die ich auch nebenbei mache. Ja, und weiteres. Und von daher denke ich, dass ich nicht so unglaublich viel Zeit haben werde, jetzt hier weiterhin, wie es vorher war, alle zwei Tage ein Video hochzuladen von X4. Ich bin halt auch noch fulltime beschäftigt. Also das ist, wie gesagt, aber nur gesagt habe ich es noch nicht, aber es steht in meiner Beschreibung drin. Es ist halt eben nur ein Hobbykanal. Das heißt, das Geld wird an anderer Stelle verdient. Das muss auch nebenbei weiterlaufen. Also von daher, seht's mir nach, wenn X4 auch demnächst ein bisschen länger brauchen wird oder ab sofort ein bisschen länger brauchen wird.
Allerdings muss ich sagen, ich habe tatsächlich Lust, das hier endlich wieder weiter fortzuführen. Aber wir werden sehen. Alle zwei Tage glaube ich nicht. Aber es wird weiterer Content folgen. Wenn ihr mögt, seid gerne wieder dabei. Lasst gerne ein Like da, wenn euch diese Videos gefallen. Schreibt es mir auch in die Kommentare oder auch, was ihr ansonsten gerne sehen wollen würdet. Und genau, falls noch nicht geschehen, gerne auch ein Abo dalassen. Und ja, das hilft auf jeden Fall sehr. Und das hilft auch, also das, allgemein diese ganzen Reaktionen helfen auch eben zu sehen, wo ist das Interesse größer. Das sind nicht die Views an sich, ob man jetzt etwas angeklickt hat, sondern tatsächlich die Reaktionen darauf. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.